Er macht mir hier gerade nicht ganz so einfach. Hallo, ich weiß nicht, ob im Stall verschwindet einfach immer alles. Servus und ganz herzlich willkommen zu einem Video, zu einem neuen Video. Und wir machen heute etwas, das es auf diesem Kanal noch nie gegeben hat. Und zwar seid ihr heute live dabei bei einer Trainingseinheit mit dem Tino. Wir lassen euch den kompletten Originalton drinnen. Die Julia, meine Trainerin, kommt jetzt nachher auch gleich vorbei. Und ja. Wir nehmen euch mit, wieso die Jungpferdeausbildung bei uns abläuft, ohne Ausbinder, ohne Ablongieren. Wir haben heute aber etwas erschwerte Trainingsbedingungen, vielleicht hört man es. Es geht nämlich kompletter Wind draußen, die Halle macht sehr eigenartige Geräusche und man sieht es, glaube ich, dem Tienchen auch an. Der ist so ein bisschen nervös, aber wir machen einfach das Beste draus. Ihr bekommt einen komplett ehrlichen Eindruck. Der Plan ist, ihn heute natürlich auch zu reiten. Ich hoffe aber, die äußeren Umstände lassen das zu. Und dann würde ich sagen, führe ich ihn jetzt noch ein bisschen warm und die Julia müsste dann in den nächsten paar Minuten auch gleich da sein. Und ich führe den Tino jetzt einfach hier so vom Boden mal ein bisschen warm, einfach auch durch die komplette Halle. Ihr seht, er ist wirklich sehr abgelenkt und deshalb baue ich auch hier wieder einfach ein paar Elemente vom Führtraining ein. Ich lasse ihn gar nicht so alles gut. Ich lasse ihm gar nicht so die Chance, dass er sich hier irgendwo reinsteigert, sondern versuche ihn einfach so ein bisschen abzulenken, aber er macht es mir hier gerade nicht ganz so einfach, weil er sich gerade sehr auf die Umgebung und nicht so wirklich auf mich konzentriert. Ich baue auch immer wieder ein bisschen rückwärts richten ein. Genau. Super. Und versuche ihm dann durch Pausen einfach die Zeit zu geben, dass er ein bisschen runterfahren kann. Funktioniert hier gerade noch nicht so, ist aber auch nicht schlimm. Und solange wir jetzt noch auf Julia warten, fangen wir einfach mit unserem typischen Aufwärmprogramm an. Ganz so oft bin ich ja noch gar nicht auf dem Tino gesessen. Wir haben ja erstmal gerade unsere ersten Trabschritte auch gemacht. Und deswegen starte ich mit ihm dann immer mit etwas klassischer Handarbeit. Denn so nehmen wir die Hilfen, Zügelhilfe und mit der Gerte symbolisieren wir die Schenkelhilfe. Einfach gleich von Anfang an vom Boden dazu. Gut. Und wenn er was gut gemacht hat, gibt es von mir mal Klick und ein Leckerli. Und normalerweise nehme ich dann für die Handarbeit eigentlich eine kurze Dressurgerte, aber irgendwie ist meine Dressurgerte verloren gegangen. Ich weiß nicht. Irgendwie ist sie einfach nicht mehr da, deshalb improvisiere ich jetzt mit dieser langen Gerte hier. Hello, hello! Das funktioniert nicht so ganz. Ich habe das McLaren hier gleich mal falsch so gemacht. Julia, vielleicht magst du dir mal vorstellen. Na! Hallo, ich bin die Julia. Also die Julia ist meine Trainerin seit ewig. Seit Bibi Horst. Also wirklich von Anfang an, die war auch mit, als wir den Tino gekauft haben, ja. Und begleitet uns seitdem. Finde ich auch sehr wichtig, wenn man sich dazu entscheidet, ein Jungpferd zu kaufen, da einfach jemanden an seiner Seite zu haben, ein Profi, der sich auskennt, der die Situationen immer vom Boden beobachten kann, damit sich einfach keine Fehler einschleichen. Und dann würde ich sagen, let's go! Ja. Okay. Ach das, ich steck mal lecker hier. Passt. Fangen wir auch einfach mit Schulter herein auf beide Seiten. So, auch immer alle kürzere Gärten. Ich finde mal Dressurgärten, die hat irgendwer gestohlen. Hallo, ich weiß nicht, ob im Stall verschwindet einfach immer alles. Dann stehlen wir die. Was? Wieder Schritt? Im Schritt aber weiter? Auch was? Ja, genau. Also wichtig ist ja, dass er nicht schnell wegtrabt. Er sollte das ja auch im Trab so langsam und gesetzt wie möglich irgendwie machen. Mir ist lieber, er macht ein, zwei Tritte im Trab langsam und gut und dann barrierst du ihn wieder durch, anstatt dass er die eigentlich überholt. Wenn er da zu viel seitlich weggeht, bleib an der Bande. Genau, bleib wirklich vor ihm. Also nicht ganz vor ihm, aber schräg vor ihm, so dass der mal ein bisschen einen Weg abschneidet. Und wie gesagt, er braucht nur zwei, drei, vier Schritte mal im Trab machen. Also er braucht gar nicht mehr. Und der dafür halt ordentlich. Ja, wieder durchbarrieren.
Sagst du, er tut sich da nur so schwer, dass er hinten Last aufnimmt. Das Gescheite ist, ja, wieder antreiben. Du wiederholst das öfters. Ja, wieder durchparieren. Gut. Da wieder, schau gleich, dass du dann außen ein bisschen mehr begrenzt. Merkst du, sobald du dann dort zu locker lässt und ein bisschen zu viel Druck mit der Gerte gibst, weicht er da gleich so weit auf die Seiten aus. Genau, dass du dann nachher wieder korrigieren musst. Da ist gefährlich in der Ecke. Schau, dass es da im Schritt schon mal wieder ruhiger wird, sonst brauchst du dann gar nicht antreiben. Wichtig ist einmal, dass er die nicht überholt. Schau, dass du da weniger am inneren Zügel bist, sondern ein bisschen mehr am äußeren. Du brauchst wirklich außen die Begrenzung. Wenn du da zu viel am inneren Zügel bist, dann verwirft er sie irgendwann nur und knickt er eigentlich nur im Hals ab und drängelt über die äußere Schulter. Ja, gut. Was? Stopp. Bevor er schon anfängt, dass er die überholt, abbremsen. Ja. Und das Ziel von dem Ganzen ist, dass du dann irgendwann ein bisschen auf die Hinterhand bringst oder dass du halt da einfach mehr Kraft in die Hinterhand bringst. Und die kriegst du aber nicht zusammen, weil er da immer nur über vorwärts ausweichen kann. Ganz wichtig, vorher nochmal nachgurten, dass der Sattel zumindest hält. Und falls ihr die anderen Videos zum Anreiten noch nicht gesehen habt, die verlinke ich euch mal. Ich habe dem Tino ja seine komplette Ausbildung eigentlich Schritt für Schritt mit der Kamera begleitet. Und auch wirklich den ersten Moment, als ich das erste Mal auf ihm saß. Tino, bitte warten Sie auf mich. Sind wir dagegen? Ja. Alles schau mal. Hier. Hin. Falsche Tante. Ich hoffe, ja, eskaliert jetzt. Hoffe, ja. Ich weiß gar nicht mehr, was wir letztes Mal gemacht haben. Ja, gut, aber auch. Ja, sorry. Danke. Darfst du mal ein bisschen erklären für die Zuschauer, was wir so machen? Wir reiten das Pferd. Ja. Ja, was wir machen. Im Prinzip schauen wir einfach mal, also oben sitzen geht ja mittlerweile ohne Probleme. An dem, was wir jetzt gerade arbeiten, ist eigentlich ein bisschen an der Hilfengebung. Dass es sich erstens ein bisschen lenken lässt. Und vor allem, was wir letztes Mal gemacht haben, war vorwärts. An das kann ich mich schon noch erinnern. Wo wir einfach dann versuchen, mit Hilfe von herunten das Ganze zu unterstützen. Das heißt, Sandra versucht einfach, ihm Vorwärtskommandos zu geben über die Schenkelhilfe und mit der Stimme. Wenn er da eigentlich auf ein, zwei Mal nicht reagiert, dann sagst mir du Bescheid, dann machen wir es gemeinsam mit der Hilfe von herunten, die er natürlich vom Longieren schon kennt. Ja, super. Sobald er reagiert hat auf die Schenkelhilfe, schaut Sandra, dass nichts mehr tut. Das ist einfach damit verknüpft, okay, wenn einmal die Schenkelhilfe kommt, dass er vorwärts geht, bis das was anderes kommt. Das heißt, dass wir dann nicht die ganze Zeit treiben müssen, so wie es leider ja bei Tischwipfer teilweise dann der Fall ist, die dann einfach totgetrieben sind. Wichtig ist auch, wenn du die Schenkelhilfe gibst, dass du natürlich mit der Hand dann auch ganz leicht vorgehst, damit er nicht gleichzeitig die Rückwärtswirkung von der Hand hat. Allgemein Zügel sind dabei eigentlich komplett locker und nur ganz normale Anlehnung. Anlehnung ist eigentlich auch das falsche Wort. Eigentlich nur eine ganz feine Zügelverbindung, damit du immer eine Verbindung zum Maul hast. Er ist nur relativ unruhig jetzt im Maul. Das ist so komisch, wenn du dich konzentrierst auf das, was du sagst, redest du so viel Scheiße. Mach mal einen Richtungswechsel, machst nicht vor mir. Nicht rückwärts wirken, genau seitlich. Und wenn er nicht reagiert, zupfen, gell? Gleich wieder ein bisschen flotter. Ja, gut, super. Also das hat letztes Mal noch nicht so gut funktioniert. Das Tempo war jetzt eigentlich ganz gut, wenn er das beibehält. Also wenn er jetzt langsamer wird, dann kannst du dann einmal ein bisschen treiben. Schau nur vielleicht, dass du ein bisschen mehr mit dem Schenkel tust und weniger mit der Fersen. Passt. Sollen wir noch antreiben? Ich wollte wieder da. Okay. Also zum Antreiben gehe ich jetzt einfach ein bisschen näher. Probierst es wieder selber, weil ich glaube, das hat letztes Mal auch ganz gut funktioniert und die Hüfte nur ein bisschen von herunter leicht kann oder auf? Die ersten paar Mal wieder aussitzen, einfach nur antreiben, aussitzen, 2, 3, 4 Meter durchbrennen, versuchen, dass er nicht stehen bleibt, sondern dass er einen Schritt weiter geht. Das machen wir 2-3 Mal, wenn er da entspannt ist, dann probieren wir es mit leicht treiben und weiter. Auf geht's. Gut, passt, wieder durchbrennen. Eines, ups. Gut, er geht weiter. Sehr gut. Passt, gleich nochmal. Und hüft er wieder mit Trab. Also, dass du ihm sagst, ja, gut. Cool. Was für ein Gangwort, das gern hier das von ihm. Sehr gut. Ja. Gut. Super.
Sehr gut, perfekt. Kannst du ihn ruhig? Ja. Du kannst ihm dann auch ruhig zwischendurch mal einen Zügel länger lassen. Ja. Schaust, was er tut. Im Trab. Nein, im Schritt zwischendurch zum Strecken. Im Trab dabei einmal noch nicht. Im Trab ist ganz gut, wenn er nur ein bisschen eine Anlehnung hat, einfach auch von der Richtung her. Weißt du, was ich meine? Also Anlehnung, ich sage immer Anlehnung. Anlehnung ist jetzt in dem Sinn Neckmahnt mit Kopf, Hals rund irgendwie in die Richtung Anlehnung, sondern eher, dass dann du mit dem Zügel ein bisschen führen kannst, dass dann du ein bisschen unterstützt, sondern dass du einfach ein bisschen Stabilität gibst mit den Zügeln, dass es ihm im Gleichgewicht ein bisschen leichter tut, dass er da einfach von dir noch ein bisschen Hilfe kriegt. Aber im Schritt, so wie jetzt zum Beispiel, kannst du probieren, dass du mit dem Zügel ein bisschen länger lässt, dass du weniger führst sozusagen, ein bisschen flotter. Dass er da dann auch auf weniger Zügelhüfen reagiert. Ja. 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 Umsitzen. Was ist das? Nein, es ist eh wurscht. Es ist nur immer lustig. So, einfach schauen, genau, das ein bisschen vorwärts geht. Ja. Gut. Gut probieren. Sehr gut. Und dann im Schritt da wieder schauen, dass du den Zügel lang lassen kannst, dass er aber auf der Tour bleibt. Und es ist jetzt eigentlich so das zweite Mal, dass er überhaupt an der Longe gebracht ist, oder? Ja. Du kannst da auch versuchen, dass du den Zügel ein bisschen länger lässt, dass er sich vielleicht ein bisschen umstrecken kann. Weil er wird aber von selber da schon relativ eng. Ja, gut, super. Perfekt, und er geht weiter. Sehr gut. Stoppen, Leckerli. Ich muss mich immer wieder daran erinnern, dass ich die Hände breite. Ja, wirklich. Das ist, also, ja, gerade bei den Jungen ist es halt einfach gut, weil es dann auch ein bisschen mehr Stabilität bietest. Schau, dass du wieder ganz entspannt geht. Sobald du kurz Kühe hast, wieder. Oh, lass dich wirklich frei. Ja, also wichtig ist da halt auch, dass du aufpasst, dass du nicht zu ruckartig anreißt. Jetzt habe ich mal gefragt, ins Zügel ruckartig. Sie haben Zügel dran, aber. Es hat grundsätzlich nicht passt. Nur wichtig ist, wie gesagt, dass du nicht voll anreißt. Im schlimmsten Fall, wenn er jetzt voll abgehen würde, würde meinen Kopf zu mir herholen, hinten rausschicken und dann nicht, also stoppen. Gut, super. Ja. Gut. Da halt zwischendurch immer wieder schauen, dass du relativ locker und zügig sein kannst. Ja. Sehr gut. Man merkt halt bei ihm, dass er kopftechnisch schon wieder eigentlich erledigt ist. Passt. Trabst du nochmal? Ja. Gut, super. Wenn er sich nach unten strecken will, lass man ruhig. Er darf zwar nicht ruckartig runter, aber wenn er ein bisschen in die Tiefe sucht, er darf jetzt auch nicht zu weit runter. Also wirklich so Buggelenk, so wie er es jetzt hat, ungefähr weiter würde ich nicht runter lassen dabei, weil es einfach fürs Gleichgewicht, sobald der jetzt den Kopf noch weiter runter tut, schwierig wird. Ja, das war sehr gut. Weiter. Gut, 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 super. Passt, und dann berührst du ihn durch. Ja. Wichtig ist, wenn du merkst, so wie jetzt, wo er selber schon zwei, dreimal durchbarrieren möchte, dass du dann über das weiter schickst und dann selber durchbarrierst. Ja, ich schlossen alles. Voll gerne. Ganz toll gemacht. Hat schon was toll gemacht. Und das war's mit unserer Trainingseinheit. Ich habe leider gerade gesehen, dass mein Ton nicht aufgenommen wurde. Aber Gott sei Dank, Julias Ton wurde aufgenommen. Und ja, ich hoffe, ihr könnt. Achso, bist du da? Lästig sein. Leckerli. Ja, es hat gerade so viele Leckerlis gegeben. Leckerli. Es muss jetzt mehr geben. Tino, nur beim Reiten gibt es Leckerlis. Auf jeden Fall wollte ich sagen, ich hoffe, ihr konntet dadurch einen besseren Einblick jetzt in unser Training bekommen. Es ist ja immer sehr spannend mit den Jungpferden. Man muss sich da immer einfach drauf einstellen, was die gerade so anbieten. auch wie es halt gerade eben mit der Umgebung ist, wie viele Leute im Stall sind, was das Wetter so angeht. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr, sehr, sehr happy mit ihm. Fängt es an zu regnen und zu stürmen auch noch. Sehr gut. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag.
wunderschönen Tag. Wunderschönen Tag. Danke auch an Julia, dass sehr du das alles mitgemacht hast. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss und Servus.